Ich fällt doch gerade ein, ich habe voll viel Zeit aufzuschreiben, den Film folgen kann. Naja. Ist egal. Findet der gute Case schon. Upsa. Aua. So, dann wollen wir mal ein Deck. Wir haben mal den Schlüssel. Die Schlüssel für irgendwas. Ich glaube, Kabinenschlüssel war es jetzt, ja. So. Oh Gott, früher war es noch dunkler. So, langsam. Von dunkel ins dunkel. Wo die helle Lara sich mal leuchten. So, hallo. Ich habe ein bisschen Schiss vor Flammenwerfertypen. Weil wenn die uns anzünden, ist schlecht. Tisch. Ach Mann. Ich hoffe, das hört man nicht zu laut. Wobei, wenn ich den Ausschlag mir angucke von der Tonspur, doch, ziemlich wahrscheinlich. Es tut mir so leid. Na los. Die Kante da aus der Runde. Hier mal kurz gucken, dass wir hier nichts vergessen haben, dieser dunklen Kante. So. Nee, sieht gut aus. Aua. So, Tür, Tür, aber nicht öffnen. Aha. Wollte sagen, wir hatten dich da eingesperrt. Das hat er sich bestimmt selber ausgesucht. Der braucht bestimmt mal so ein bisschen Ruhe. Kann man ihn ja nicht für übel nehmen. Wer weiß nicht, wie Jahre die hier schon sind. Okay. Käme ich da jetzt vielleicht zu meinem Geheimnis hin? Zum Drachen? Ich müsste ja irgendwie. Müsste von da aus darüber springen, eventuell. Aber da komme ich noch nicht hoch. Vielleicht aber hier rüber. Hä? Nee. Das ist zu knapp. Das geht nicht. Das da könnte schon eher was werden. Wenn ich auch richtig springe, ja. Sehe. Nö. Auch nicht. Okay, wo ist die Tür mit dem Schlüssel? Bestimmt eine Etage, was da unten war. Na gut, komme ich jetzt so nicht wieder hoch, aber ist egal. Na doch, vielleicht hier rüber. Okay, erstmal egal. Das ist noch. Ne, ist Munition. Ich würde sagen, das ist noch ein Schlüssel. Aber nein, das ist Munition. Aha. War doch nicht.
War das nicht für dich? Nee, schade. Nein. Auf den da bitte. So. Frage ist nur, warum? Da fällt eine Kugel. Hallo Kugel. Einfach nur Deko wahrscheinlich, war. Deko-Fisch. Hast du was verloren? Nö. Entschuldigung. Zeit für eine Aufnahmepause. Aha. Wobei, Aufnahmepause mache ich ja nicht. Ich spiele die Live erstmal durch und dann. So. Okay. Auf der Ebene da unten waren wir schon mal. Also zumindest ganz unten. Warum? Wenn ich die Taste drücke, ist es eigentlich die Taste gedrückt, die halten. Mädchen. Na gut. Lara zwingt uns da runter. Was haben wir denn hier hinter? Ist hier hinter Rot irgendwas? Nö. Muss ich das lohnen? Theoretisch ja. Okay. Schieben wir den mal noch ein bisschen nach vorne. Machen wir mal zur Seite hier. Kommt der blöde Pfosten in den Weg. Hier. Schieben wir uns das mal zurecht, dann kann ich halt nämlich wieder hoch zur Not. Hätte man bei den anderen vielleicht auch schon machen sollen. Wie viel noch? Reicht denn? Ne? Genau, dann kann ich da wohl auch hoch. Okay. Muss er vielleicht sogar. Aber erstmal muss ich hier rüber gucken. Das aber nur hier mit. So. So. Ach, hör auf damit. Ziehen wir nicht die Kamera so ruckartig. Dann ja schlecht von. Ich hab noch einen Drachen. Yay! Aha. So. Dann sind wir wieder hier unten. Aber hier unten war ja nichts weiter, ne? Jetzt will ich gerade irgendwo nicht mehr irgendwie in die Kiste. Wir haben. Was haben wir für Schlüssel jetzt gekriegt? Ein Kabinenschlüssel. Muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal rum? Na gut. Ich gehe mal von aus, ja. Geht ja schnell. Dann können wir uns unten nochmal umgucken, ob das unten jetzt das... Oh, ich dachte, das ist das Heck, ob das das Kabinenschlüsselchen ist.
Ansonsten müssen wir den Weg nochmal hochfinden. Dass wir wirklich finden, weil ich jetzt gerade keine Ahnung mehr habe, wo das war. Aber ich hoffe, hier unten geht's weiter. Lululululu. Bist du an der Kabine? Nein. Verdammt! Ich glaube, wir sind hier rein, oder? Es gibt garantiert einen kürzeren Weg. Oder ist die Strafe, weil wir den Drachen unbedingt haben wollten? Dass es wirklich nur diesen Weg gibt, um da hochzukommen. Naja, ich hab's nur irgendwas vergessen. Naja, was soll's. Können wir mal Haie angucken. Guck mal, die winken sogar noch. Die freuen sich, dass wir nochmal kommen. Sieh. Das ist übrigens hier ein sehr langes Level. Ist jetzt schon bei einer Stunde oder so. Fast. Also Stunde Aufnahmezeit. Das ist immer. Ich finde es immer lustig, was hier hinten zum Schluss steht. Ich bin immer der Meinung, das ist nicht meine eigentliche Spielzeit. Da weiß ich aber nicht. Weil manchmal sind die 34 Minuten, was das letztes Mal jetzt war. Das hat nicht mit meinem Aufnahmeprogramm hingehauen. Nope, nope, nope. So. Haben es ja gleich geschafft. Sind ja gleich wieder oben. Und dann weiß ich gar nicht. Ich glaube, dann kommen wir schon raus. Ich glaube, nach diesem Level geht's nach Tibet. So, ich mache mal hier jetzt ein Speicherchen, da wir jetzt wieder hier oben sind. Aua. Nee, das passt nicht. Okay, wir haben hier mehrere Dinge, aber alle ohne Schlüsselloch. Bruder, jetzt schon wieder. Hast du einen Einsatz für ihn verpasst, oder was ist los? Ich meine, da unten war ich schon, mein Freund. Naja. Sonst sieht's euch gut, oder was? Ich meine, hier wird's so noch leicht. Also Wasser zum Ablöschen. Okay. Wo muss dieser verkorkste Kabinenschlüssel jetzt hin? Bin ich so blind? Ich meine, ich traue mir viel zu, so ist es nicht, aber so blind? Das schon reicht.
Ja, sollte aber. Ich muss noch ein bisschen zu mir ziehen. Nein, schieben. Schieben sollst du. Upsa. So, ich habe einen Kabinenschlüssel und ich habe aber keine Ahnung wohin. Hier oben? Ich gucke mal kurz hier oben. Hier eine Möglichkeit. Man, da ist ein Luko. Hier hinten geht es auch noch irgendwie lang. Da ist eine Tür. Da ist lang. Da liegt mal einer. Aber richtig hoch brauchen wir, glaube ich, nicht. Das heißt, wir müssen hier hin. Das ist so zu dolle. Ich glaube, der Sprung ist zu dolle. Daran klappt es nicht, glaube ich. Nee. Scheiß Fleischerwagen, mit voll verschreckt deswegen. Mann. Seine blöden Hupe da. So, aber die Türen gehen nicht auf. Zumindest habe ich dafür den Schlüssel nicht. Das Schlüsselloch nicht. Den Schlüssel haben wir hier, aber kein Schlüsselloch. Okay, wollte ich aber sagen, auf der Etage ist nichts. Die Tür haben wir geguckt. Da ist keine Tür. Nächste Etage. War ja bloß das und der Pool. Nächste Etage. War jetzt nur die Kiste. Muss auf der Seite. Bringt das was hier oben drauf? Ja, darauf komme ich wahrscheinlich, aber. Ich könnte an die Kante dann kommen und dann darüber. Vielleicht sollten wir das probieren. Ach ja, ich muss mich auch das noch zurechtschieben. Ach ja. So. Ich weiß, Speedrunner wären schon längst durch. Ich weiß. Weil ich in meinem Leben niemals ein Spiel speedrunnen wurde. Ich weiß, ich hab's mal machen müssen mit Resident Evil, wo es hieß, unter 5 Stunden oder so durchspielen. Bei irgendeinem Teil. Aber das hat sich so blöd angefühlt im Nachhinein. Weil du einfach bloß so durchwaschen musst, alles skippen musst und bahn. Weil jetzt nicht die Speedrunner, die jetzt irgendwelche Bugs und Cheats noch ausnutzen. Die finde ich ernst furchtbar. Wenn es dann heißt, hier, ich hab das in das Spiel, was ich 30, 40 Stunden braucht, in 2 Minuten durch, weil ich mich irgendwo durch die Wand geglitscht habe. Die sind einfach nur dämlich. Tut mir leid, das ist so, das ist einfach nur dämlich in meinen Augen.
Aber sonst finde ich Speedrun, könnte er ja machen. Aber wenn es vom Spiel so vorgegeben ist, finde ich es doof. Wenn es heißt, unter so und so einer Stundenzahl beenden, macht ein bisschen das Spiel kaputt. Meiner Meinung. So. Da ist er noch nicht. Gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Da waren wir ja doch schon fast richtig. So. Ich beiß mich in auswendige Sprünge, die ich schaffe, ne? Aber warum sollten wir nicht, ne? So. Was haben wir denn hier? Nicht? Nein. Es wird zu hell. Es wird so eigenartig von der Farbe. Kommt jetzt gleich ein Tibet raus, oder was? Ich habe noch einen Schlüssel. Ich habe einen Kabinenschlüssel. Warum könnt ihr eigentlich die... Nee, nee. Warum könnt ihr das? Midi. Entwickler, du schuldest mir Midi. Es ist nicht fair, dass die das können und ich denn da mein Midi nicht wieder kriege. Okay, jetzt sind wir hier. Müssen bestimmt darüber. Irgendwo auf eine Fallluke. Träumchen. Meins? Ich will ja mal sagen, irgendwie vermisse ich den goldenen Drachen noch, oder? Wie lange haben wir schon? Ach, doch schon fast eine Stunde. Juhu! Hallo? Ist hier ein goldener Drache zufällig? Solange da keiner reinkommt. Ich muss hier gucken, ob hier ein goldener Drache hinter ist. Moment. Ich brauche die Drachen. So. Nein, ist ein Hebel. Naja, immerhin. Das ist die Tür vorne. Kann ich auch. So. Dann macht die Tür vorne bestimmt eine Möglichkeit, die Tür hinten aufzumachen und dann haben wir es fast. Aber ich immer noch wenig Schlüssel überlege. Und okay, der Schlüssel macht jetzt hier Sinn. Aber da im Folien, der will doch nicht. Aha.
kann mir vorstellen, dass jemand mir das schreiben wird. Und vielen Dank für den tollen Support immer. So. Hallo. Das ist nicht euer Ernst, oder? Nee. Warte, ich muss gucken. Okay. Halt in die Richtung. Das wäre unfair, wenn es ein Zeitspiel wäre, oder? Aber nicht unmöglich. Und Ende? Fast. Drache? Ich vermisse dich noch so ein bisschen. Hier ist ein Schlüssel. Okay. Kommen wir bestimmt gleich hin, oder? Ups. Wäre auf der analoge E kommen. Hey. Was du wollen? Aua. Ja, mal gucken, was wir hier oben haben. Aber sieht nach nichts aus. Okay. Schlüssel, ich komm. Aha. So, was bist du jetzt? Ein Lagerschlüssel. Und jetzt ist das da unten das Lager, oder? Eine andere Tür wüsste ich jetzt nicht mehr. So, da sind wir rein. Ne, da sind wir ja hinten rumgekommen, ne? Ja. Da kamen wir ganz zum Anfang her. Entschuldigung. Sollte lieber hier, glaube ich, rutschen. Okay, dann gucken wir jetzt mal ganz runter. Ich bin der Meinung, das ist auch die einzige Möglichkeit. Einen anderen Raum wüsste ich jetzt nicht, der einen Schlüssel noch hat. Aua. So, das hier war, glaube ich, ein bisschen zu tief, oder? Ich mach Sachen. So. Wo? Wo? Das klingt doch noch so ein Flammenwerfer-Dude. Alter. Okay. Zwei Flammenwerfer-Dudes. Heißt aber, der Weg ist doch richtig, oder?
Ganz schön gemein. Aber vielleicht kann ich die ein bisschen umgehen. Jetzt einfach sage ich, nehme den Weg da runter. Oder ich guck mal. Guck mal. Warte mal. Shortcut, welcher Shortcut? War denn das das? War was? Ich wüsste nicht was. Aber die müssen wir mal hingucken. Ich weiß nicht, ob die noch Munition haben für uns. Wobei ich weiß gerade, ich habe ja hier unten noch ein bisschen Wasser. Vielleicht hätten wir sie dahin locken müssen, wenn denn. Aber ja, so sind sie tot. Na, sie kannte hier. Hast du was für mich? Natürlich nicht. Und du natürlich auch nicht. Hat er nicht. So, jetzt aber Lagerschlüssel. Bist du richtig? Gott sei Dank. Hallo. Da liegt was. Das ist kein grüner Drache. Aha. Wir suchen den richtigen Ort. Okay. Das war an Deck. Ich gehe mal davon aus, es kommt jetzt noch eine kleine Cutscene, weil normalerweise müsst ihr jetzt das Gebiet wechseln, also nehme ich euch noch mit. Böser Vogel. So. Okay. Dann speichern wir hier mal. Und unsere nächste Runde heißt das tibetanische Vorgebirge. Gebirge. Gut. Also Tibet. Ich freue mich. Und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis dahin.
Ciao.